Willkommen zurück zu diesem Spiel, das ich da vorne finde. Wir spielen immer noch Far Harbor. Wir folgen gerade einen Roboter namens Pearl, der irgendwie leicht vergessen hat, dass dieses Hotel nicht mehr so ganz in 100%igen Schuss ist. Realisiert das auch. Während wir uns hier durch die... Während wir uns hier durch diverse Hotelräume... Die Rutscher... Während wir uns hier durch Horden von Ghoulen durchballern, die irgendwie mir so ein bisschen vorkommen, wie als wenn wir wieder am Anfang des Spiels. Da waren die nämlich auch ungefähr genauso stark. Und jetzt läuft das Stadtrat. Jaugei-Rippchen. Bisschen Overkill. Hätte ich noch was Kleineres, was ich essen kann? Ich habe eine Melone. Die schrahlt auch. Lego an am Stiel, jawohl. Wo laufen wir denn jetzt hier hin? Ich warte ja immer noch irgendwie auf... Diese komischen Figuren hier, ne? Stimpacks, jawohl. Lass mal kurz gucken. Die sind hier irgendwo. Bestimmt, ja. War's das? Verdammt! Verdammt! Heftig jetzt. Hat mich ganz schön erwischt. Ja, dann könntest du dich einfach weiterrennen. Ach du Scheiße! Das letzte Mal unterschätzt. Hulu! Krieg ich einfach so ein Leuchten da rum. Mir geht hier am Ende noch die Munition aus. Das sehe ich schon kommen. Was habe ich hier gekostet? Das Meierlockfleisch. Sehr gut. Hilfe! Was fährst du nächste Woche sogar am Ring? Ist das schon wieder? Ja, das ist die Zeit vergeht auch wie im Flug. Das ist schon wieder fast Juni. Eine Granate nicht geworfen haben, wie mehr. Ach, der Fahrstuhl funktioniert. Nach unten. Nach unten. Geht's hier doch in die Vault? Keller. Aha. Mach mir ja große Hoffnung, dass es hier am Ende doch noch eine Vault gibt. Muss ich mal nebenbei bemerkt sagen. Dieser Aufzug führt zum exklusiven Teil des Hotels. Du solltest dich freuen, dass sie dich überhaupt reinlassen. Danke. Nach dir. Der Aufzug ist da vorne. Aha. Doch noch eine Vault? Nach dir. Der Aufzug ist da vorne. Aha. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Warte mal, ist der Mordfall vielleicht doch irgendwie relativ aktuell? Außer dass das Spiel gerade stehen geblieben ist. Ich hoffe, das lebt noch. Spiel steht. Steht. Und steht. Mein Double. Ah, das Spiel ist abgestürzt, oder? Doch nicht. Aha. Okay. Alles weg. Hervorragend. Durch einen großen Ruckler. Pearl ist wieder da. So, sehr schön die Fahrstuhlanzeige. Also die ist hochvertrauenswürdig, möchte ich mal sagen. Ding. Employees only. Also wenn man danach geht, wie lange der gerade geladen hat in dieser Fahrstuhlszene, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir wie 1000 Meter unter der Erde sind. Aber solange du das Zeug trägst. Ja, das würde ich dir nicht über, sobald ich hier fertig bin mit Zeug. Bin ja mal gespannt, was ich jetzt hier finde. Ich nehme mal eine andere Waffe. Oh. Es sieht immer mehr nach Vault aus. Eine Vault 118. Ja, Vault doch noch eine Vault. Du musst mit Maxwell sprechen. Geh schon vor und aktiviere dort die Steuerkonsole. Also doch noch lebende Menschen. Also doch ein aktueller Mordfall. Das ist interessant. Vault Remote Access. Aha. Der Laden hier wurde soeben etwas interessanter. In der Tat. Und ich war schon... Guten Tag. Willkommen in Vault 118. Ihrem Heim in der Ferne und unter der Erde. Sind Sie der angeforderte Detektiv? Das hört... Ich bin's, Pearl. Ich bin mit dem Ermittler gekommen. Lassen Sie mich die Tür für Sie öffnen. Ob da drin alle Leute tot sind, nur die Roboter leben? Aber Hauptsache vor allen Dingen, hier liegen überall Steine rum, aber die haben hier so einen großen Vorhang vor die Walltür gehängt. Und hier sind so riesengroße Rohre. Wie sieht die Wall tatsächlich recht edel aus, oder? Guck mal, hier sogar mit so einem lustigen Tisch. Nun, es war an der Zeit, dass die Polizei jemanden schickt. Habe ich mein volles Equipment an? Ah, das könnte der Grund sein, warum ich... Um der Sache nachzugehen. Wir haben viele wichtige Gäste, die sehr besorgt sind.
Das sieht wirklich aus wie eine Hotelrezeption. Um Geld bitten? Das ist einer von Ihnen. Was ist passiert? Wer ist gestorben? Mr. Parker, der Besitzer und Geldgeber des Hotels. Eine Katastrophe. Was ist das denn für Dings? Suchen Sie am Tag nach Hinweis. Ich kehre an meine Arbeitsstation zurück. Sie können hier Sie Dinge können mitnehmen. Auch die Gäste befragen. Allerdings hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Beschuldigen Sie also nur jemanden, wenn Sie handfeste Beweise haben. Aha. Die Tatsache, dass die Mission Hirntod heißt, lässt mich irgendwie vermuten, dass die Leute hier alle in so einer lustigen Stasekammer sind. Dass der halt geistig gestorben ist, was nach 200 Jahren nicht so überraschend kommt. No food or drink, Operation Silence, Restrict Movement, Overseer's Permission Required, Forward or Restricted Lines. Andererseits die ganzen Kisten hier, sieht alles so unberührt aus. Wer macht denn bitte schon eine Ward hier aus? Ah doch, hier eine Menge Stasekammern, doch. Hier stehen noch mehr Roboter rum. Was ist das hier für ein Gerät? Do not tamper. Das ist irgendwie witzig, eine Ward, die aussieht wie ein Hotelzimmer. Also wie ein Hotel an sich. Okay, gucken wir nicht durch. Okay, gucken wir nochmal. Okay, die Folge, das Hotel ist deutlich interessanter geworden jetzt. Oh. Ah, lol. Oh, noch besser, die sind in lustigen, Was zum Teufel machst du da eigentlich? Das ist ein Tatort. Siehst du das nicht? Diese Pracht. Man könnte fast meinen, das ist... Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Fast. Entschuldigung. Ezra, du hast dich selbst übertroffen. Das ist dein Meisterstück. In seinem Tod liegt mehr Emotion als im gesamten Leben der meisten Menschen. Unser Freund ist tot, Avida. Was ist mit deinem Anstand? Ich sage doch nur, dass er den Anstand hatte, mit einem Knall abzutreten. Es gibt nichts Schlimmeres als einen langweiligen Tod. Das ist das für dich. Wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Ich erhebe meine Stimme nur ungern. Aber der Detektiv ist hier und wird sofort die Ermittlungen aufnehmen. Bitte bleiben Sie in Ihren Zimmern, bis der Detektiv sich den Tatort angesehen und mit Ihnen gesprochen hat. Das ist ja witzig. Das erinnert mich ein bisschen übrigens an Bioshock, weil guck mal, das ist... Der Typ hat ja auch so einen Santiago Avila, das ist ein Künstler und der freut sich unfassbar daran, dass die Leute gestorben sind. Ich schütze und diene. Vor allem sind das Mini-Roboter, Gehirnkapselung? Der Hirnbehälter wurde wohl eingeschlagen. Ja, durchaus, ja. Der hatte sogar einen Schlips drum, das ist ja witzig. Haben sich ja alle Leute damit gerettet, dass ich möchte gerne einen Terminal sehen. Und hier haben sie eine lustige Bühne. Und wir mit so einem Grotesk, ne? Also diese komischen Statuen. Das kann ich, wenn die beliebt waren, 50, 60 Jahren. Art Deco, denke ich mal. Ich habe immer keine Ahnung. Das sieht hier wirklich sehr feudal aus, ne? Hausmeister? Da mochte jemand wohl keine Robo-Herme. Ist das hier nicht? Offensichtlich nicht, ja. Warte, hat Winter noch mehr zu sagen? Da kann ich ihn fragen. Hey, ich höre dir auf. Was? Oh, Entschuldigung. Mein Kopf. Ja, wie siehst du? Er hat gelogen. Bevor ich antworte, geht es dir gut? Geht schon. Keine Sorge. Muss mir nur einen Reim auf all das machen. Ach, siehst du, Das ist schwer zu leugnen, Nick. Die Ähnlichkeiten liegen auf der Hand. Ich habe mich lange gefragt, ob das Institut weitere Prototypen gebaut hat. Ob ich nur ein Fehlschlag war. Ob sie Aufgaben oder einfach keine Lust mehr hatten. Ich dachte immer, ich wäre nichts weiter als abgelegter Müll. Es kam mir nie in den Sinn, dass jemand mich rausholen wollte. Mir bei der Flucht geholfen hatte. Es muss irgendwo einen Beweis geben. Für das, was zwischen mir und Dima wirklich geschehen ist. Es wäre schön, wenn wir die Augen offen halten könnten. Nach welcher Art von Beweis suchen wir denn? Ich weiß nicht. Aber das Beste wäre es, sich Dima und Arcadia näher anzusehen. Tja, natürlich machen wir das. Natürlich, Nick. Wir finden schon was. Danke. Ich weiß, wir haben hier nicht viel. Denk einfach an mich, wenn du was findest, wodurch wir Antworten bekommen könnten. Bestimmt. Das ist sehr interessant. Blut? Blut? Ist das Blut? Wie lange ist der Typ schon tot? Das war ihnen die Frage. Farbdose? Rote Farbe? Der Internet hat es gefallen, ja. Hat irgendwie den Blut nachgestellt? Mal. Das ist kein Blut. Das ist rote Farbe. Aha. Als würde, als ob jemand den Mord so künstlerisch so gemacht hätte. Also Neue Langhalsvase mit Weidenmuster? Okay, nochmal analysieren.
Dafür kommt natürlich so der Künstler in Verdacht, nicht wahr? Vor allen Dingen gerade, wenn die Farben so überfahren sind. Ich frage mich, wie viele Leute hier noch arbeiten. Also leben. Fragen wir doch einfach mal den Koch. Nee, ist auch besser. Die reden nicht mit mir, das ist natürlich sehr schade. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Also außer, dass die Wände hier halt sehr schön angemalt sind. Wieso hast du es getan, hm? Er hatte etwas Besseres verdient. Hältst du mich für dumm? Ich habe gemerkt, wie er dich angesehen hat. Willst du etwa sagen, da war nichts? So war das nicht. Wir waren nur Freunde. Er hat mir nur ein-, zweimal bei Problemen geholfen. Ich kann doch nicht wie ein Trottel zusehen, während er sich an mein bestes Mädchen ranmacht. Aber jetzt haben wir die Polizei am Hals. Was machen wir jetzt? Komm mit mir. Lassen wir diese finstere Stadt hinter uns. Wir könnten morgen schon in Buenos Aires sein. Oh, das würde ich nur zu gern glauben. Aber sie werden uns niemals gehen lassen. Dann bringen wir es eben hier zu Ende. Ich habe für jeden von uns eine Waffe. Nein. Der Text lautet, dann bringen wir es eben hier zu Ende. Zwei Hände zusammen, für jeden eine Kugel. Ach, verdammt. Warum kann ich mir die Stelle nie merken? Vergiss es. Ich kann das jetzt nicht mehr. Na gut, dann gehe ich zum Strand. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie frei sind die Roboter? Leute. Das sind nur welche Stars, oder? So, das benutze ich stattdessen. Das ist klar, das sind keine Stasekammer, das sind die Dinger für die Protektoren. Warum sind. Aber die Frage stellt sich, wenn die ganzen Bewohner hier dieser Vault hier in diesen Dingen sind, warum sind die hier überhaupt Schlafzimmer drin? Und 85 Pfund Körstange? Ist klar. 20 Pfund handeln. Elektromagnetische Kartuschen? Die würde ich ja nicht ganz gerne haben, Freunde. Hey, willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Nein, nur elektromagnetische Kartuschen scheinen mir deutlich besser meinen hin aufgehoben zu sein. Sogar so einen Divan habe ich. So einen Divan hätte ich auch gern. Mein Hallo, Blitzort. Wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Ja, sehen wir mal. Wir. Erzähl mir von dir. Nun, wie du vermutlich weißt, ich bin Schauspieler. Ich gebe nicht gerne damit an, aber mein letzter Film, The Fighting Furies, war auf Platz 1 der Kinocharts. Immer der Koch und der Butler. Nein, das war der Gärtner mit der Gartenschere im Spielzimmer. Ja. Worüber hast du mit Gilda gesprochen, als ich reinkam? Hm? Oh, wir haben nur eine Szene geprobt. Keine Sorge. Tja. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz klar, Santiago. Er sieht sich immer wieder den Tatort an. Tja, später. Vielleicht später. Okay. Sag mir, wie ich helfen kann. Ich frage mich aber, wer hat denn den Roboter so einen Schlips umgehangen? Keith McKinney und Stanley van Rob. The Fighting Furies. Last Stand Fort McGee. Hausmeister. Der Hausmeister ist auch sehr verdächtig. Was haben wir hier? Schaukasten. Guck mal, das Schwert hier hat Blut dran, ne? Das wird hier wirklich interessant. Und ich beschwere mich, dass hier nirgends so Story ist. Und dann kommt hier immer so eine Bombe. Das wär's. Chinesisches Offiziersmesser, wo kommt das denn her? Revolutionärschwert? Kampfmesser. Oh, was haben wir hier Schönes? Was ist das für ein Lusthelm? Das ist so ein Pilotenhelm, oder? Den hätte ich ja gerne. Geschafft. Gelber Pilotenhelm. Kann der was Tolles? Mechanikeranzug? Bei Pilotenhelm hat so ein gelber. Was? Achso, das ist nur so ein Teil von einem Pilotending. Oh, ich könnte einen Piratenhut mitnehmen. Witzig. Das ist einfach eine Vase. Oder eine dicke Kanone. Oder eine Schaufel. Jetzt haben wir hier noch verschiedene Schädel. Schaukasten. Bücher. Verdammt, das Computerterminal ist kaputt. Oh. Aufseherschlüssel zu Wort 18. Ja. Jawohl. Hat hier aber der Aufseher gewohnt? Weil eigentlich hat der Aufseher immer sein eigenes Zimmer. Bisschen komisch, oder? Dass hier alle Leute Roboter sind? Ja, vielleicht finden wir am Terminal. Also erstmal wüsste ich gerne, was das hier für eine Wort. Oh, der Gang hier sieht nicht so ordentlich aus. Ach, hier kommen wahrscheinlich die Roboter nicht hoch, oder? Zumindest die Rollenden nicht, weil die haben ja Ketten. Ah, guck mal, wie absolut abgehalftet das hier oben aussieht. Das ist ja witzig. Also die Roboter sorgen nur nach Hydroponik. Die werden wahrscheinlich auch nicht mehr gebraucht, oder? Doch, die wachsen noch. Frischer Mais. Karotte. Achso, hier kümmert sich der Hausmeister. Melone. Hä? Ach, von hier oben kann man das hier überblicken. Das ist natürlich sehr schön. Hä? Aufseher.
Bin ich immer gespannt. Oh, die Wände hier sehen sehr zerfallen aus. Das wäre schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit keiner mehr. Gut, den Aufseher hat es also entschärft. Gut zu wissen. Hä? Zu stimmen hier? Aber was hat ihr am Fernseher? Ah, wir können den Typen von hier belauschen. Ach stimmt, der Aufseher wahrscheinlich. Egal, wir lesen jetzt einfach durch, was hier mit Aufseher hat. Der Aufseher war offensichtlich noch menschlich, bevor er abgetreten ist anscheinend. Vault 111, Aufseher, Anwesen für den Aufseher. Vertraulich, vertraulich. Vault 118 soll die Interaktion zwischen Arbeiterklasse und der Ultrareichen unter Bedingungen erforschen. Im Zusammenhang mit dem Personal von des Cliffs Edge Hotel wird diese Vault als Luxushotel betrieben, das die benötigten Testpersonen anzieht. Nach Beginn des Tests werden zusätzliche Testpersonen aus der einheimischen Bevölkerung in einen zweiten, deutlich minderwertigen Flügel der Vault eingelassen. Wie ist das Protokoll an? An Aufnahme von Bewohnern. Vor Aktivierung des Experiments soll Vault 118 als Ultra-Elite-Hotel fungieren, damit wir angemessen reiche und angesehene Testpersonen anziehen. Er wird als Geheimbereich des Hotels betrieben, da Personen präsent sind, die Privileg und Exklusivität schätzen. Nach der Aktivierungsmeldung von Vault Tech wird der zweite Flügel des Vaults Mitgliedern der Arbeiterschicht zugänglich gemacht. Diese Testpersonen werden zuerst durch die exklusiven Bereiche der Vault geführt, dann jedoch in Bänken zweiten Flügel untergebracht. Sobald die Bewohner eingelassen werden, wird der Vault versiegelt, bis die Testergebnisse vorliegen. Bevorzugte Behandlung. Testgruppe A, Ultra-Elite. Jeder der maximal 10 Mitglieder dieser Testgruppe soll nach Möglichkeiten jeden Wunsch von Roboterdienern erfüllt bekommen. Bei Interaktion mit Testgruppe B gelten für sie keinerlei Gesetze. Arbeiterschicht. Diese anfangs 300 Mitglieder umfassende Testgruppe soll auf den zweiten Flügel der Vault beschränkt sein. Ihre Lebensbedingungen sollen, wenn möglich, unkomfortabel und beengt sein. Die Mahlzeiten und andere Rationen sollen extrem beschränkt sein. Die Strafe für Regelverstöße werden von Testgruppe A festgelegt und wieder von Roboterdienern vollstreckt. Mitarbeiterpflicht und Sicherheit. Aufgrund der Potenzial extremer sozialer Interaktionen sollten Vault-Tech-Mitarbeiter nur als Aufseher und wichtige Forschungsmitarbeiter eingesetzt werden. Alle anderen Sicherheitsdienstleistungen und Wartungsarbeiten sollten von Robotern durchgeführt werden, damit alle Richtlinien eingehalten werden. Okay. Aufseher-Logbuch. Veränderte Testparameter. Das ist absolut unerhört. Eines der Versuchsobjekte von Testgruppe A ist offenbar ein Forscher von General Atomics, der an einem neuen Roboterprogramm arbeitet. Er und seine Frau haben den anderen Mitgliedern von Gruppe A davon überzeugt, dass es angesichts der angespannten politischen Lage ihre beste Chance ist, den Krieg zu überleben, ihre Gehirne in diesen Roboter einpflanzen zu lassen. Das machen die komplett freiwillig. Schierer Irrsinn! Ich habe meine Vorgesetzten berichtet, dass dieses Testergebnis völlig verfälscht, aber sie scheinen von dieser Vorstellung mehr fasziniert denn abgestoßen. Die Türen gingen nicht auf. Wir haben eine Aktivierungsmeldung vom Vortec erhalten und sollen den Test beginnen, obwohl der zweite Flügel noch nicht fertig ist. Als ich jedoch die Rekrutierungsprotokolle für Testgruppe B auslösen wollte, teilte mir das System mit, dass ich ausgesperrt sei. Offenbar hat jemand aus Testgruppe A das System außer Kraft gesetzt, um die Einheimischen Zugang zu gewähren. Sie hämmerten seit Tagen an die Tür und ich kann nichts dagegen tun. Hallo, Phelps. Ich ertrage das nicht. Oh Gott, das geht nun seit Wochen und nicht heute wurde mir klar, dass ich jetzt das Versuchsobjekt bin. Anstatt die sozialen Interaktionen zwischen den Einheimischen und diesen reichen Arschlöchern zu untersuchen, bin ich hier mit ihnen gefangen. Sie werden ewig leben und ich muss den Rest meines Lebens mit ihnen zurechtkommen. Das halte ich nicht aus. Ah ja. Wann abspielen? Der Bau des zweiten Flügels des Vaults steht komplett still. Nachdem der Premium-Bereich des Vaults fertiggestellt war, wurden offenbar die Mittel eingefroren. Meine Vorgesetzten teilten mir mit, dass sie keine Zahlungen von Mr. Park erhalten haben und Vault-Tec den Bau nicht aus eigener Tasche finanzieren wird. Ich habe mehrmals versucht, mit Ezra über die Finanzen zu reden, aber er erzählt mir immer wieder, dass Miss Riggs das Geld noch nicht überwiesen hat. Als ich sie fragte, sagte Juliana allerdings, dass sie Ezra kürzlich was für die Goldfarbe in den Zimmern gegeben hat. Ich habe einen Ermittler angeheuert, der in den nächsten Wochen nach Anzeichen für Unterschlagung suchen wird. Aha, untersuche Juliana Wicks. Das ist ja interessant. Als hätte Ezra Geld von den Investoren veruntreut. Oder aber, die haben sich schön die guten Teile der Vault gebaut, um ewig leben zu können, den restlichen Scheiß. Hier ist alles zerfallen, komplett. Aber Mentats hat da, ist ja schön. Und Glitsche durch den Boden. Schön. Schön. Das ist ja witzig. Oha. Na gut, dann wissen wir zumindest, dass die Roboterhirne nicht Absicht waren ursprünglich. Ach, hier oben, achso, der hier war der Hausmeister. Die Roboterhirne waren also so nicht geplant, das ist gut zu wissen. Das ist jetzt der extrem arme Teil hier oben oder nicht, oder doch oder nicht? Oder ist der B-Teil komplett, oh ne, hier ist noch, ach hey. Oh, gut, das ist gerade keiner gesehen, ich war gerade nicht mal versteckt. So inspiriert habe ich mich das letzte Mal gefühlt. Ach hey. Maulwurfsratte durch die Gänge gejagt hat. Aha. Na gut, das Geheimnis dieses Ortes können wir auch in der nächsten Folge noch aufklären. Wenn es wieder heißt, Fallout 4. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.